Willkommen zurück auf dem Leimenhof. Bei uns gibt es jeden Freitag ein neues Video. Und zu sehen sind die Videos auf YouTube, hauptsächlich auf YouTube. Mit dem habe ich mal angefangen. Auf Instagram und auf TikTok. Folgt uns auf all diesen Kanälen. Es gibt nicht überall den gleichen Content. Was sicher ist, ist, dass jeden Freitag ein Video rauskommt auf all diesen drei Kanälen. Jetzt zu den Wintertouren ist es halt bei mir auch ein bisschen eintöniger. Ich zeige immer das, was ich mache. Das soll doch keine Show sein, sondern einfach das Leben von einem Landwirt im oberen Kantonsteil von Baselbien. Das soll es zeigen. Und nicht mehr und nicht weniger. Und vor lauter Geschnur bin ich gerade ans falsche Gerät angefahren. Die Idee ist, der Kipper ist einmal stellen, der draussen haben wir nichts verloren. Der ist nicht über 30-jährig geworden, weil er im Regen draussen steht. Oh je. Das passt nicht zusammen. Das Zugmul habe ich noch gebraucht für einen anderen Anhänger mit einer anderen Anhängerkupplung. Das ist ein anderer Zugmul holen. Und das ist der Unterschied. Das andere ist eben zum unten anhängen. Erklärt sich ja eigentlich selber. Kann man den einmal hier auftun. Und hier drinnen jetzt so ein Höckchen, wenn man hier den Finger reindrücken würde, wäre ziemlich sicher nicht mehr so schön und gerade, wenn er jetzt wäre. Und wenn man dann hier reinfährt, dann geht das automatisch selber zu. Nächster Anlauf. Der Andy bringt jetzt gerade noch den Heuer mit. Es gibt ja ab und zu Kommentare und das finde ich auch gut. Jeder darf Fragen stellen, auch kritische Fragen stellen. Habe ich überhaupt kein Problem. Wenn aber der Unterton bei diesen Kommentaren schon ein bisschen darum geht, dem anderen nach Haaren zu fahren und nicht wirklich eine Frage ist, sondern mehr eine Bemerkung und der andere ein bisschen ins Enkel zu stellen, dann habe ich Mühe. Bis jetzt habe ich das noch wenig Mühe. Wenn es dann ganz schlimm wird und primitiv, dann lösche ich die Kommentare raus und lösche die User auf meinem Kanal. Gehen wir bitte anständig miteinander um. Auch mit mir. Ich bin zwar ein bisschen abgehärtet in der Zwischenzeit, aber ja, es ist nicht nötig. So muss es sein. Ziemlich sicher hat es jetzt hier noch Wasser drin, das muss raus. Stell doch den hier rüber und dann nehmen wir den hier weg, weil hier vor dem Heuer zu haben wir auch Platz. Wir machen jetzt ein bisschen Tetris. Es ist immer schön, wenn man am Morgen in den Stall kommt und es hat ein neues Kalb gegeben. Das ist Liselotte, oder Liselotte. Die hat ihr erstes Kalb auf die Welt gebracht, die Nacht. Und das ist nicht selbstverständlich, dass das immer einfach so funktioniert. Bei dem Zähne noch mal schauen und das Gefühl, dass ich noch nicht die Nacht und heute Morgen ist da der kleine Bub schon da gewesen. Sie hat das super gemacht. Das erste Kalb ohne Probleme allein auf die Welt gebracht. Jetzt braucht das Kalb nur noch einen Namen. Bei uns kommt jedes Kalb, ob Weiblein oder Männlein, einen Namen über. Das dürfen jetzt in unserem Fall manchmal die Leute auf Instagram machen, heute aber nicht. Das dürfen unsere Kinder machen. Die können jetzt einen Namen beim Mittagessen aussuchen und dann heisst es so. Warum habe ich jetzt gestern so oben gesehen, dass die Kuh kalbert? Es gibt ein paar Anzeichen. Hier oben beim Schwanz hat es Bänder. Und wenn es hier so ein Grübchen vergeht, dann werden die Bänder lock. Das Becken schiebt sich ein bisschen auseinander, dass es mehr Platz gibt für das Kalb. Und wenn das hier passiert, dann ist das ein Anzeichen, dass es gleich mal losgeht. Und gleichzeitig kommt sie dann ein Uter rüber, oder? Eben, in diesem Fall jetzt nicht ein wahnsinnig grosses, weil unsere Wagyus nicht jetzt eine riesige Milchleistung haben. Das ist dann das Zeichen, dass es langsam losgeht. Ich weiss auch, wenn ich sie besäumt habe,
ist mit einer künstlichen Besomung passiert. Und durch das kann ich auch ungefähr ausrechnen, wenn es kalt müsste kommen. Also ausrechnen kann ich das Datum genau, aber ob dann die Kuh mitmacht, ist das Zweite. Also das sind meistens 6 Tage auf oder ab. Aber man hat ungefähr dann eine Ahnung, wenn es so weit müsste sein. Und hier sind schon ganz viel Hals am Rausgehen und ein bisschen am Brüllen, weil es gibt Rapsschrot. Rapsschrot ist das, was übrig bleibt, wenn der andere sein Rapsöl presst. So können wir das Abfallprodukt wieder verwerten. Und die Tiere, die haben extrem Freude an dem, weil sie haben es gerne. Jetzt hört man nichts mehr. Sie sind happy. Kurz nachdem jetzt das Kalb auf die Welt gekommen ist, tue ich dem Dormarken rein. Nicht, weil mir das Freude macht, sondern weil das einfach Gesetz ist. Jedes Kalb, jedes Tier in unserem Stall muss 2 Ohrmarken drin haben, sonst werden wir gebüsst. Und jetzt in diesem Fall hier mache ich das meistens gerade nach der Geburt, weil dann sind sie noch nicht so wild. Das ist wie bei uns, wenn wir gehen ein Ohrring stechen. Wichtig ist, dass es am richtigen Ort ist. Hier rein muss sie, dann tut es auch nicht weh. Das blühtet auch nicht. Sie dürfen auch dabei sein. Das ist nichts, was tragisch ist. Die Kälber haben es schön an im Normalfall, wenn man das früh macht. Jetzt muss ich schauen, dass ich hier schön dazwischen bin. Check! Meistens stehen sie dann auf. Jetzt hat das Kalb die Nummer 6338. So wird es noch mit dieser Nummer in der Tierverkehrsdatenbank angemeldet. Und jetzt sind wir hier in der Tierverkehrsdatenbank. Jetzt melden wir das Kalb anmelden. Ich zeige euch jetzt nicht das ganze Prozedere, das geht sonst zu lang. Nachdem ich hier jetzt alles eingegeben habe, ist das hier gespeichert und dann nachher haben wir jederzeit den Überblick. Ich hoffe, ihr habt auch heute etwas mitnehmen können und seid nächste Woche wieder dabei bei uns auf dem Leimenhof. Bis dann. Tschüss zusammen.